Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten, affigen Videospielunterhaltung. Wir machen weiter mit Donkey Kong Country Returns. Wir sind immer noch bei den Klippen, aber wir sind schon ziemlich weit vorangeschritten, will ich mal so dazu sagen, weil beim letzten Mal habe ich eigentlich schon, also, okay, für eine Dreiviertelstunde war es wahrscheinlich mies, aber nichtsdestotrotz, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie vorangekommen mit diesem Spiel, was total schön ist. So, und jetzt machen wir den nächsten Level. Welt 6-6, Bröselschlucht. Es fehlt nicht mehr viel. Anscheinend nur noch dieser Level und danach das K-Level. Vorausgesetzt, ich finde hier alle Kong-Buchstaben, aber danach jedenfalls das K-Level und dann der Boss. Und dann müssten wir mit Welt 6 durch sein. Ja, da links, das sieht doch schon so wieder so aus, also gewissermaßen. Ja, habe da. So, das sieht doch schon so aus, als wäre da. Das war so. Hasna. Also, ich bitte euch, das war doch wohl, aber gut, okay. So, was für eine. Wow. Was für eine Gemeinheit erwartet uns jetzt in diesem Level, wollte ich sagen. Ach du Scheiße. Okay, interessanter Level. Am besten ein ganz klein bisschen vorsichtig und langsam agieren, dann kann hier absolut nichts schief gehen, glaube ich. Wofür ist das Fass? Ist das Fass für irgendetwas gut? Für irgendetwas ganz vielleicht? Vielleicht irgendwie, wenn ich nochmal, aber ich bin mir nicht sicher. Hier so auf der linken Seite? Tatsächlich? Nee. Ich dachte, ich hätte voll das Geheimnis gefunden, aber gut, dann halt nicht. Habe da. Scheiße. Ja, gut, okay. Ja, sag mir doch einer, dass die ganzen Viecher zurückkommen. Nee. So, okay. Ins Fass und dann. Ach so, der Level heißt Bröselschlucht, ne? Ich glaube, hier ist der Name irgendwie Programm. Das war mehr oder weniger offensichtlich. Jetzt überlege ich nur, ob das... Ach du Scheiße. Oh, im Hintergrund geht auch alles kaputt. Halt, Moment. Genau. Ich will doch das K mitnehmen. Ich will vor allem überleben. Ach so. Ah, wieder so komische. Ah. Und da hinten ist mein Didi-Schnups. Ich habe meinen Didi-Schnups gesehen. Ich will meinen Didi-Schnups haben. Ich will dich erstmal kaputt machen, weil du gehst mir total auf die Nerven. Und dann will ich. Wow. Dann will ich eigentlich schütteln und. Der Affe macht das nicht. Warum macht der Affe das? Ja, jetzt macht der Affe das. Ja, der Affe macht, was er will. Es ist. Wow. Also ich hätte es nicht gedacht, dass ich den Sprung schaffe, aber gut. Halt, Moment, da ist ein. Schnupsteil, ein Puzzleteil gewissermaßen. Ah, da. Ich hab's geschafft. I-A-U-N. Hallo? Okay, also bei dem Sprung war ich jetzt der Meinung, dass ich den hätte schaffen müssen. Aber warum das. Aber denn der. Es geht gut los. Ja. Es geht sehr gut los. Mein Gott, Samstagvormittag. Und ich habe nichts Besseres zu tun, als vor der Konsole zu sitzen und ein bisschen zu spielen. Ja, ich bin ein Spielkind. So, was man mit dem Fass machen soll, verstehe ich trotzdem nicht. Irgendwas kann man dann bestimmt machen, weil ansonsten wäre es nicht da. Aber das ist vielleicht auch nur meine Theorie an der Stelle. Lalalala, muss ja keiner mit mir teilen, diese Theorie. Da. Ich habe total Bock auf das Spiel, das ist schlimm. Ich habe generell heute, wow, total viel Bock zu spielen, weil ich habe mir viel vorgenommen, gewissermaßen. Ich habe mir nicht nur vorgenommen, ein ganz klein bisschen in Donkey Kong Country Returns weiterzukommen. So ein ganz klein bisschen. Also, kommt, ja. Eine Welt ist ja wohl drin. Also zumindest Welt 6, ja. Aber wär mir eigentlich ganz lieb, wenn ich Welt 7 vielleicht auch noch schaffen könnte. Das wäre irgendwie extrem genial. Davon mal abgesehen. Okay, der Sprung hat jetzt geklappt. Jetzt mal so. Und wir sammeln immer noch alle Sachen ein. So, und... Aha. Interessant. Speicherschwein. Ich will zu meinem Speicherschwein, weil mein Speicherschwein hat mich lieb. Oh ja, das Speicherschwein. Und ich habe einen Didi-Schnups und so weiter und so fort. So, genau, Welt 6 will ich mindestens schaffen. Welt 7 vielleicht auch noch, wenn es geht. Hoppsala. Oh, dummer Affe springt immer überall gegen. Ja, da. Welt 7 vielleicht auch noch. Ich weiß, war das jetzt so... Dort unten ist vielleicht noch was, oder? Kann das sein? Halt, Moment. Ich hab's gesehen. Es war doch gewissermaßen klar. Es war doch ein Bonusraum. Der erste Bonusraum des Tages. Da. So, okay. Dup. Oh, so ein schnupsiger Bonusraum. Ist ja gewissermaßen einfach. Das Zeitlimit bleibt auch immer gleich, ne? Ich hätte ja gedacht, dass in späteren Leveln das vielleicht, also in späteren Welten, das dann vielleicht nochmal angepasst wird oder so, aber. Nö. Und ich meine, das war jetzt. Das war schnupsig. Gewissermaßen. Aber gut, egal. So, nach Donkey Kong Country Returns werde ich mit Battalion Wars 2 weitermachen. Oh ja, und das Spiel werde ich heute vielleicht sogar durchspielen.
je nachdem, wie viele Probleme ich tatsächlich dann in den letzten Missionen haben werde. Ich hoffe ja eigentlich, dass das mehr oder weniger reibungslos vonstatten gehen wird, aber ich könnte es gewissermaßen, wow, auch verstehen, wenn ich irgendwie bei den letzten Missionen dann so ganz klein bisschen am Verzweifeln bin. Große Skelette überall. Ich weiß nicht genau, ob ich hier irgendwas verpasst habe. Eigentlich ja nicht, aber gut, egal. Sieht so lustig aus, wie der Affe so, wie der Affe auf seinem Bauch rutscht und Didi dann so panikerfüllt irgendwie nach hinten guckt. Ja, ist klar. Die Affen haben Panik. Die Affen haben Angst. Oh ja, arme kleine Affen. Ist klar. So, boing, boing, boing. Benenne Rammer-Münzen. So, und Pusten. Und Speicherschwein. Und eine komische Kugel. Lebst du? Du lebst. Tatsächlich lebst du. Lass mich raten, du rollst mir gleich hinterher, ne? Ach so, ja, du rollst mir so hinterher. Gott! Du. Du. Bitte? Halt, nein, 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 nein! Ach so, ich gehe dann sofort tot, verdammt. Aber auf eine gewisse Art und Weise war das vielleicht auch klar. Igitt und jetzt ohne Didi Schnups. Nein, 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 weil ich hätte mich eigentlich gerne, aber gut, ist egal, vielleicht an der Stelle. Oder ist vielleicht auch nicht so sehr egal, aber. Ich würde mich schon eigentlich ganz gerne mal ein bisschen in Ruhe hier umgucken tatsächlich, damit ich eben nicht an irgendwelchen Buchstaben oder so einfach vorbeigehe. Zumindest habe ich das Puzzleteil, okay. Weil mir war es schon fast klar, dass bei der Blume irgendwas sein müsste. Aber nichtsdestotrotz, mir fehlen noch zwei Buchstaben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit, also wie lang der Level noch ist, aber na gut, okay. Wir lassen uns überraschen. Die Idee ist jedenfalls mal wieder total nett. Wow, auch wenn ich das Ganze ein bisschen knifflig hier finde. Aber was ich nicht alles knifflig finde, ja. Ups. Was ich so knifflig finde, das ist für andere Leute total einfach gewissermaßen. Halt! Scheiße! Ja, jetzt sag mir mal einer. Scheiße. Okay, jetzt sag mir mal einer, wie ich da ohne Didi Schnups hinkomme. Didi Schnups war hier links nicht, oder? Nee, natürlich nicht. Nee. Ja gut, dann rechtzeitig rollen und zumindest war da das N, das ist gut, weil das bedeutet, dass ich noch keinen Buchstaben verpasst habe. Aber nichtsdestotrotz, wie komme ich da hin? Rollen und dann irgendwie Glück haben und im richtigen Moment springen. Ey, mit Didi wäre das so viel einfacher. Verdammt. Mann. So, okay. Habe da... Okay, es funktioniert. Gut. So, komm runter, dumme Kugel. Komm runter. Dankeschön. Oh, ich bin nur ein armer kleiner Affe. Nein. Komische... interessant. Interessant. Mehr oder weniger interessant. Dort oben war ein Puzzleteil. Ist mir an der Stelle total egal. Hier ist noch was. Hier ist noch ein Puzzleteil. Hier ist das G. Und hier ist meine Rettung. Dort unten wäre noch ein Puzzleteil gewesen. Ich will es nicht ausprobieren. Boing! Da. Bananarama-Münzen! Juhu! Welt abgeschlossen! Bröselschlucht! Lalalalala! Ich habe alle Buchstaben! Mehr wollte ich gar nicht! Da. Achso, dann weiß ich ja sogar, wo die anderen beiden Puzzleteile sind. Also direkt am Schluss und dann das eine, was ich konsequent ignoriert habe in meiner total affigen Art. Wie das halt so ist. So! Geht doch gut los? Mein Gott, also, war der Level jetzt schwer? Nee, der Level war nicht schwer. War ein bisschen, also, man musste halt hektisch reagieren und so, aber davon abgesehen, das war, also, gewissermaßen total einfach. Ach so. Verarsche. Ich dachte, es geht jetzt direkt rechts zum Endgegner. Oh, da unten sind ja noch zwei Level. Was soll denn das? Nja. Verarsche-Welt. Halt, Moment. Ja, das war meine Aufnahme, okay. So, und da bin ich jetzt wieder. Ja, da war der Bildschirm auf einmal schwarz irgendwie. Das fand ich ein ganz klein bisschen doof tatsächlich, aber zum Glück habe ich es gesehen. Also, dass ich das Aufnahmeprogramm einmal komplett aufgehangen hat und ja, irgendwie mein Fernseher auf einmal kurz schwarz wurde und dann war das Bild wieder da und irgendwie habe ich dann gemerkt, Mensch, irgendwas ist mit der Aufnahme schiefgelaufen. Aber zum Glück wurde der ganze letzte Level komplett aufgenommen, weil das würde ich ein ganz klein bisschen doof finden tatsächlich, wenn ich den Level jetzt nochmal spielen müsste. Aber gut, okay, wir drücken jetzt einfach mal die Daumen und hoffen, dass das Ganze jetzt wieder funktioniert. Und starten mal Welt 6-7, Schiffsschaukel. Warum diese Welt jetzt auch 8 Level hat, das verstehe ich nicht ganz, weil das wäre so einfach gewesen, rechts rüber zum Endgegner und so. Affe, spring da rüber. Aber er macht's nicht, das finde ich doof. Egal, so.
Welt 67, Schiffsschaukel. Klingt wie ein total schaukeliger Level und so. Oh ja, das macht bestimmt total viel Spaß, hier rumzuschaukeln. Der Affe freut sich. Ich freue mich auch. Ich will meinen Diddy-Schnups wieder haben. Wo ist mein Diddy-Schnups? Oh. Oh, oh. Der Affe ist sauer. Habe da. Wo ist mein Diddy-Schnups? So, kann man hier links hin? Nee, nicht so wirklich. Aber es sieht fast so aus, was links nicht immer alles so aussieht. Was ist das da eigentlich? Das sind so auch Urzeitwesen gewissermaßen. Ja, so hat alles angefangen. So sahen die Affen vor 20 Millionen Jahren aus oder so. Vielleicht. Irgendwelche komischen kleinen Einzeller oder so. Es hat sich nicht viel getan seitdem, also zumindest was den Intellekt angeht. Aber ansonsten, ja. So von der reinen Gestalt her hat es ja schon einen gewissen Sprung gemacht, die ganze, die ganze Angelegenheit hier so. Wie kommt man dort oben zur Schatztruhe hin? Ach so, vielleicht. Moment. Ja, dab. Okay, jetzt habe ich das extra Leben nicht geholt. Ist mir an der Stelle ab total egal. Stattdessen habe ich jetzt eine Bananarama-Mütze. Das ist cool. Aber ich habe noch was anderes gesehen. Ja, weil hier war doch so. Habe da? Eine Bananaramas? Also, ich habe nichts gegen Bananaramas. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie habe ich mir was anderes hier vorgestellt, so gewissermaßen. Das ist ja irgendwie seltsam. Bananaramas. Noch mehr Bananaramas. So, ist hier vielleicht was? Auch nicht. Was ist denn das? Moment, aber hier. Ach so. Ah, dafür war das. Okay, alles klar. La, ah, wieder ein schöner Bonusraum. Bonusraum mit ganz viel stupsigen Bananen und so. Fand ich jetzt trotzdem ganz ein bisschen komisch, dass mein Aufnahmeprogramm versagt hat. Ich wollte heute noch so viel aufnehmen und so. Das kann jetzt nicht schlapp machen. Also das wäre irgendwie blöd. Wow. Dop. Ich hoffe, das war nur eine einmalige Geschichte jetzt. Da kann ich ja fast von Glück reden, dass es bei Donkey Kong jetzt so gut funktioniert hat, mit dem Level gewissermaßen. Also bei einem anderen Spiel wäre das, glaube ich, ein bisschen blöder gewesen tatsächlich. Will ich zurück, will ich nicht zurück? Ich will eigentlich nicht zurück, scheiße. Na gut, dafür gehen wir jetzt den normalen Weg, damit wir wenigstens sicher sein können, dass wir alles bekommen haben und so. Ja. Den ganz normalen Weg gewissermaßen mit Krabi, Krabs und viel Pusten und so. Hapu. So, okay, alles klar. Bananaramas. Ja gut, ich hätte mir das extra Leben jetzt holen können, aber muss ich ja auch nicht. Ich muss ja nicht alles holen. Nein. Stattdessen puste ich jetzt nochmal hier, bekomme auch nur eine Bananarama mit Spot dafür, was ich ein ganz klein bisschen seltsam finde. So, und jetzt halte ich mich hier fest. Der Affe hält sich fest und der Affe hält sich weiter fest und der Affe springt hier hoch und der Affe freut sich darüber, dass... Ach so. Das sind halt so... Wie sind diese Schiffswracks hier hochgekommen? Okay, ja, Ebbe und Flug meinetwegen. Okay, das leuchtet auf eine gewisse Art und Weise ein. Aber nichtsdestotrotz finde ich es ein bisschen abenteuerlich tatsächlich, worauf dieses Wrack hier gerade steht. Nämlich auf so einen kleinen... Ach du Scheiße. Kann das Ding auch wirklich richtig runterfallen? Mal gucken. Wir probieren es mal aus. La. Es neigt sich. Nee, aber es fällt nicht runter. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte irgendwie herumspielen. Achso, oh, Moment. Ah, da. Ich hab doch was gesehen. Das fand ich sehr schön. So, da. Erstmal Krabi-Krabs kaputt machen. So, okay. Jetzt neigen wir das ganze Ding mal so in die Richtung hier gewissermaßen, damit wir dann ein bisschen Anlauf holen können. Bisschen Anlauf und dann das K holen. Yeah. K, yeah. Ich bin der Kong. Da. Speicherschwein. Da. Diddy-Schnups. Bananen. Habe ich schon ein Puzzleteil hier überhaupt gefunden? Ich glaube ja nicht. Oh. Dafür Diddy-Schnups. Kann es sein, dass es dort unten rechts was gab, aber ich weiß es nicht. War das jetzt gut? War das nicht gut? Ich weiß es nicht. Okti-Schnocktis. Hier gibt es wieder Okti-Schnocktis. Dup. Was aber auch nicht alles in diesem Spiel recycelt wird. Nein. Also ich finde ja, da hätten die Entwickler noch viel kreativer sein müssen, gewissermaßen. Hebbe, bitte. Aber, na gut, okay. Ich will nicht. Also, ne, das ist... Ah, Moment. Dort unten. Ah, da. Das ist doch mehr oder weniger offensichtlich, dass man hier habe da machen kann. So, da. 2 von 5. Ach so, ich hatte schon irgendwo ein Puzzleteil. Ah ja, der Bonusraum. Ah, ich habe schon wieder vergessen. 2 von 5. Okay, alles klar. Halt, Moment. Gott. Zu viele scharf geschossene Opti-Schnocktis. Das ist nicht gut. Nicht gut. Au, ich hab doch. Eigentlich hatte ich. Ich hatte in meiner Welt. In meiner Welt hatte ich total. Boah, was ich nicht alles in meiner Welt mal hab. Wow. Dankeschön. Diese Sprünge hier finde ich. Ach so.
Da hätte ich jetzt schon viel weiter sein müssen. Das, die Klappe hat gar nicht aufgemacht. Warum hat die Klappe nicht aufgemacht? Ja gut, wir warten. La la la, Donkey Kong, da 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 da. Ja, ich will noch so viel aufnehmen heute und so. Und wenn ich es schaffe, wie gesagt, Battalion Wars 2 durchspielen, weil wenn ich das durchgespielt habe gewissermaßen, dann ist das neben Super Mario World, welches ich vor kurzem mit Goomba beendet habe, mal wieder so ein schönes Projekt, wo ich sagen kann, jo, kannst einen Haken hintermachen und jetzt habe ich schon wieder nicht dran gedacht. Verdammt. Okay, ich muss schnell die Buchstaben holen und dann eventuell nochmal zurück oder vielleicht gleich im ersten Sprung das schaffen. Ich weiß nicht genau. Moment. Wir probieren es aus. Ja, ja, ja. Ist gut. So. Bam, bam, bam. Wunder der Natur gewissermaßen. Lalalala. Hier stürzt alles in sich zusammen und dann ist wieder alles da und so weiter und so fort. So. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir dort. Bin ich jetzt doof? Weil der Sprung ist irgendwie, Moment. Okay. Dafür, ja, ist wieder da. Wunder der Natur. Warum Wunder der Natur? Keine Ahnung. Lalala. Okti-Schnocktis. Tralala. Wir sammeln alle Bananen ein. Das ist wunderbar. So, jetzt machen wir hier so. Jetzt machen wir da so. Jetzt machen wir dort so. Warum bin ich jetzt... Ich bin doof, oder? Moment. Die beiden Klappen da, die sind doch nicht zur Zierde da. Die müssen doch... Also, müssen die? Eigentlich, sie müssen nicht, nein. Also, was in diesem Spiel nicht alles muss und nicht muss, Hering. Aber nichtsdestotrotz... Moment. Ich beobachte jetzt mal. Das will ich jetzt wissen. Dort hinten ist jetzt ganz kurz die Klappe aufgegangen. Warum auch immer. So. Jetzt geht das wieder auf. Jetzt geht das wieder auf. Und jetzt geht das auf. Hä? Aha. Moment. Also geht das so? Und dann so? Und dann... Ach so? Und dann erst so. Ach du Scheiße. Okay, Moment. Ah, nein. Nee. Es hat ein bisschen was von diesen Verschwindeblöcken aus Mega Man. Aber nur so ein bisschen. Was ich eigentlich gut kann. Mehr oder weniger gut kann. Behaupte ich jetzt an der Stelle einfach mal. Also, finde ich persönlich zumindest. Das... Ja, toll. Und jetzt ohne Diddy Schnups? Das finde ich jetzt doof. Moment. Ja. Nein! Warum? Er hat nicht. Aber ich wollte eigentlich eine Rolle machen. Das hat man jetzt nicht mal im Ansatz gesehen, was ich ein ganz klein bisschen doof finde. Aber glaubt es mir an der Stelle einfach mal. Ich wollte eine Rolle machen, ja. So, okay. Wenn der Hering nicht weiterkommt, ist das alles irgendwie total doof. Also, finde ich persönlich. Wow. Es gibt so viele Dinge, die man als Let's Player manchmal auch selber so dann merkt im Nachhinein erst, wie gut oder weniger gut das tatsächlich mal gelaufen ist. Und ich persönlich finde, ja, dass meine Let's Plays immer rapide irgendwie an... Nährwert gewissermaßen abnehmen, wenn ich irgendwo festhänge. Weil ich immer ein bisschen doof finde, aber ich weiß auch nicht genau, wie... Es ist schwer, dann aus nichts etwas zu machen, gewissermaßen. Und dann... Ich meine, das ist ja eine reine Unterhaltungsgeschichte, die ich hier mehr oder weniger betreibe und... Wow! Entweder es klappt halt mal und manchmal klappt es halt nicht. Und ja. Aber das ist irgendwie eine Sache, mit der ich mehr oder weniger leben muss. Ach du Scheiße. Huhuhuhu. Ich dachte gerade, aber ich merke, es gibt viele verschiedene Knöpfe dafür. Ich kann einmal den B-Knopf drücken und einmal Z drücken. Das ist sehr interessant. So, elektrisch aufgeladen, Okti-Schnocktis. Ich weiß nicht genau, bringt es irgendwas, wenn ich mich dort oben festhänge? Es bringt mehr oder weniger was. Interessant. Weniger interessant. Interessanter. Ja, so zumindest kommt man an das Puzzleteil. Das ist interessant, ja. Gut, sehr interessant. Oh ja, sehr interessant. Was ist dort unten? Oh mein Gott. Hat der Hering da etwa eine einzelne Banane? Ja. Ist mir auch in einem der letzten Level aufgefallen. Ich glaube, es war sogar Welt 6.1 oder Welt 6.2 oder so. Da habe ich auch eine einzelne Banane einfach mal konsequent ignoriert. Und dann bin ich einfach so an einem Bonusraum vorbeigelaufen. Das fand ich ja schon. Also hinterher habe ich mich regelrecht geschämt, als ich mein Video gesehen habe. Es war irgendwie unfassbar. Aber gut, okay. Muss ich an der Stelle auch mitleben. So, alle süßen kleinen Sachen eingesammelt und ich bekomme mein schnupsiges Puzzleteil. 4 von 5.
Der Level ist relativ lang, aber hier gibt es wieder wenig Puzzleteile. Das finde ich irgendwie seltsam. So, jetzt gucke ich nochmal hier zurück, aber jetzt bin ich nur hier, deswegen kann ich wieder hier vorne gehen und alles ist super. So, Krabbe kaputt machen. Au, Krabbe kaputt machen, habe ich gesagt. Dankeschön. So, pusten. Hapu, hapu. Oh, halt, Moment. Ich will alle Sachen. Ich will alle Sachen dieser Welt haben. Ich will sie haben, 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 haben. Haben. War das jetzt nur... Hubudu, 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 hapu, 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 schneller hapu, schneller hapu, schneller, schneller, schneller. Hast nicht mehr Puste, Affe? Los, komm, Affe, Affe, gib Zunder, gib Zunder, gib Zunder. Ich glaube, das bringt nichts. Ja, nein, ja, nein, ja, nein, vielleicht. Speicherschwein. Dort unten gibt's nichts, ne? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, was ich nicht alles glaube. Was ist das? Ein Luftschiff. Natürlich, ein Luftschiff. Ein interessantes Luftschiff. So, wir neigen jetzt erstmal noch das Ding so, damit ich irgendwie dort oben hinkomme, zur Schatzkiste, wo natürlich nur eine Bananarama-Münze drin ist. Was ich nicht verstehen kann, weil das Versteck war zu gut für eine Bananarama-Münze, aber okay. Dup, dup, dup. K-O-N... N. Okay, na gut. Ja, nur Bananaramas. Nur Bananaramas. Ja, 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 ja. K-O-N. Ist okay. Ist alles noch total im Rahmen. Ja. Nein. Ja? Udubu! Och, ich hasse solche Verarschestellen. Nein! Speicherschwein, lass mich in Ruhe. So, okay. Schnell, schnell, schnell. Ja, ja, so, okay. Tempo, Tempo ist immer gut. Tempo, 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 Tempo. Ich sammle alle Sachen ein. La, 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 la. So, alles klar. Udududududu. Tududu. Tudu. Tüdü. Tüdüdüdüdüdüdü. Jetzt kommt... Ah, jetzt kommt's hier wieder? Und jetzt kommt's da wieder? Und jetzt kommt's erst hier vorne. Das ist ja interessant. So, hier vorne ist das Puzzleteil. Das ist schön. Wie komme ich dort vorne an das Puzzleteil ran? Ja, wahrscheinlich gar nicht. Oh, du wirst hier so sterben, Ehring. Du wirst hier so sterben. So, okay, alles klar. Sachen ansammeln. Sachen einsammeln. Sachen einsammeln. Fass erreichen. Dankeschön. Oh, ich habe das K-O-N-G. Hey, N-G. 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 G. 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 Schneller, Affe. G. Bitte schneller, Affe. G. Bitte schneller. Huh. Wow. Wow, ich bin ja gewissermaßen fasziniert von mir. Ich bin gewissermaßen stolz auf mich. Ich habe eine Bananarama-Münze. Wow. Okay, also der Schluss, der war jetzt besser, als ich in meinen kühnsten Träumen mir hätte ausmalen können. Aber gut, egal. K-O-N-G und 5 Puzzleteile. Das war absolut perfekt. Okay, yeah. Donkey und Diddy freuen sich so sehr. Tralalalala. Der Ehring freut sich auch. Und hat Welt 6 immer noch nicht abgeschlossen. Das bringt meinen ganzen Zeitplan durcheinander. Ich dachte, Welt 6 wäre jetzt schon, aber dann halt nicht.